Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute könnt ihr mich mal hier beim Autofahren erleben, denn ich bin gerade auf dem Weg zum Spielochsee. Heute ist hammergeiler Wind und heute wird gekitet wie die Sau. Das wird so geil, ich freue mich richtig. Und ich möchte mit euch eine krasse Situation teilen und meine aktuellen Aha-Momente und was das für Einflüsse hat, sowohl für euch als auch für die ganze One Life Baby Community, als auch was das ganze Business von mir drumherum angeht. Da wird sich nämlich massiv einige Dinge verändern. Also, wir brauchen erstmal, um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, muss ich mal ein bisschen ausholen. Seit ungefähr 3 Wochen bin ich in einem Zustand, den ich so noch nie erlebt habe. Es fühlt sich an, wie als wenn ich dauerhigh wäre. Und ich komme nicht runter von dem Trip. Ich war noch nie so erfüllt und noch nie so happy im Hier und Jetzt, wie es die letzten 3 Wochen war. Und es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Und der Grund dafür ist, dass ich ein paar unglaubliche Aha-Momente hatte, was das Leben an sich angeht. Und die würde ich gern nur ansatzweise mit euch teilen, weil ich kann das gerade noch alles gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich möchte mit euch teilen, was das für Konsequenzen hat. Also ich habe vor 3 Wochen 2 Coaching-Sessions gehabt, wo nochmal so ganz krass klar geworden ist, wow, wie mächtig ist es denn eigentlich, was in unserem Kopf abgeht, was wir für real halten, was unsere Glaubenssätze sind. Und in den Coaching-Sessions und in 1-2 Situationen in meinem eigenen aktuellen persönlichen Leben habe ich durch diese Erkenntnisse gemerkt, alte Scheiße, alles im Außen hängt davon ab, wie wir innen drin ticken. Also es beginnt alles zuerst in uns drin und was wir für möglich halten und was wir nicht für möglich halten, was wir für real halten, die Regeln, nach denen wir unser Leben gestalten. Die Regeln, die mich mein Leben lang klein gehalten haben, waren sowas wie, dass ich war davon überzeugt, ich bin kein selbstbewusster Mensch und dass ich nicht selbstbewusst geboren bin und dass ich nicht Frauen ansprechen kann und dass ich nicht vor einer Kamera reden kann. Oder eine andere Regel, dass ich ganz, ganz viele YouTube-Abonnenten brauche, um einen Unterschied in der Welt zu machen oder bevor ich als Experte gesehen werden kann oder bevor ich wirklich richtig viel helfen kann, muss ich erst unendlich viel lernen. Und lauter solche Glaubenssätze, die mich davon abgehalten haben, so richtig Vollgas im Leben zu gehen. Und das ist mir so bewusst geworden, wie sehr mein Leben und unser aller Leben von unseren Glaubenssätzen bereichert werden kann, in unglaubliche Höhen katapultiert werden kann, aber eben auch klein gehalten werden kann. Und seitdem laufe ich so krass bewusst durch die Gegend und hinterfrage alles und jedes Ding. Also letztens habe ich ein Zitat von Elon Musk, dem Gründer von SpaceX und PayPal und Tesla. Der hat letztens was gesagt und da stimme ich jetzt zu 100% überein. Er hat gesagt, the only rules that apply to us are physical rules, but every other rule in the world is negotiable. Also sozusagen die Schwerkraft, also physische Gesetze, da braucht man nicht drüber reden, die sind da, das ist okay, das sind die einzigen, die es wirklich gibt. Alles andere können wir uns drüber streiten. Und genau so sieht's aus. Wenn du mir sagst, ich bin ein ängstlicher Mensch, ich kann nicht mehr Geld für mein Business verlangen, ich weiß nicht, was ich will und alles Mögliche, das sind alles Perspektiven, die du aufs Leben hast oder die du auf dich selber hast und die können dein Leben bereichern, die können dich aber auch ganz schön einschränken. Und ich sehe gerade, wo die Macht da drin liegt, wenn man jemanden hat, einen Coach zum Beispiel oder irgendwie ein System, was einem hilft, die eigenen gedanklichen und mentalen Limitierungen mal aufzudecken. Damit habe ich mich die letzten Wochen beschäftigt. Es ist einfach nur unglaublich, was ich dadurch in den letzten Wochen gemacht habe. Ich habe in so vielen Lebensbereichen Dinge abgezogen, ob es jetzt darum geht, Frauen anzusprechen, was immer eine Riesenthematik für mich war, oder im Business große Fortschritte zu machen, einfach aus meiner Komfortzone wieder rauszugehen und so weiter. Oder eben jetzt das ganze Konzept von One Life Baby zu hinterfragen. Es ist einfach nur grandios, ist der Hammer, ist absoluter Wahnsinn. So, jetzt wisst ihr schon mal, wie es mir gerade geht. Und jetzt möchte ich euch teilhaben lassen, was das für Konsequenzen für One Life Baby hat. Ich habe genau vor einem Jahr damit angefangen, regelmäßig 3 Videos pro Woche zu produzieren. Da habe ich damals, weil ich so viel Angst davor hatte,
mich ins Unbekannte zu begeben oder Fehler zu machen, habe ich einen Deal mit meinem besten Freund abgeschlossen, dass ich Strafe zahle, wenn ich es nicht mache. Da war also diese, da habe ich eine Regel ins Leben geworfen, die mir sehr, sehr geholfen hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Und jetzt merke ich gerade, 3 Videos pro Woche machen ist nicht mehr was, was mir gerade hilft oder was euch hilft. Denn das Ding ist folgendes, wenn ich mir die Videos des letzten Jahres anschaue, und das sind, glaube ich, über 130 Stück oder so geworden, dann sind 80% davon mit dem jetzigen Kenntnisstand und mit diesem, das ist ja nicht nur Wissen, ich wusste das vorher, dass Glaubenssätze wichtig sind, aber jetzt spüre ich es. Ich spüre es. Ich brauche nirgendwo mehr hinkommen. Ich bin hier und jetzt schon vollkommen erfüllt und alles andere ist nice, ist cool, aber ich muss nicht irgendwo hinkommen, um dann endlich happy zu sein und so weiter. Und mit diesem Gefühl, mit diesem Wissen, nicht nur mental, sondern wirklich verkörpern, merke ich Folgendes. 80% meiner Videos helfen nicht, an den Ursprung ranzugehen. Ich habe bisher eine Menge wertvoller Tipps hier rausgehauen, aber der Großteil davon, ihr könnt euch das vorstellen, wie jetzt, wenn ihr krank seid und ihr geht zum Arzt und der verschreibt euch eine Schmerztablette und ihr fühlt euch dadurch besser. Aber damit ist nicht die Ursache behoben und erst recht nicht die Ursache gefunden. Und worauf ich gerade total scharf bin, womit ich mich gerade unglaublich viel jeden Tag beschäftige, ist herauszufinden, welche Möglichkeiten gibt es, um die Ursachen zu entdecken und wie können wir die dann beheben, wie können wir die heilen. Und das ist so spannend, das ist so großartig. Ich habe keinen Bock mehr auf diesem Kanal Schmerztabletten zu verteilen. Also wenn ihr merkt, dass ihr in irgendeinem Lebensbereich gerade nicht an der Stelle seid, wo ihr sein wollt und euch ein Video von mir geholfen hat, weil ihr zum Beispiel mit einer Technik oder einer Strategie weniger prokrastiniert habt oder euch eine Angst gestellt habt oder so. Das ist nice, aber das ist nicht, da gehen wir nicht an die Wurzel des Problems. Warum hast du denn Angst, die Schritte zu gehen, die dir helfen, dein Leben auf das Level zu bringen, was du wirklich haben willst? Warum prokrastinieren wir denn? Warum? Das war eine lustige Betonung. Warum prokrastinieren wir denn? Was ist da die Wurzel von dem Ganzen? Das ist es, was mich absolut begeistert und wo ich mein ganzes Herz und meine ganze Leidenschaft gerade reinstecke. Und da stehen mir die Videos momentan im Weg. Das kann ich nicht gebrauchen. Ich will massiv Mehrwert in die Welt bringen. Ich will massiv helfen und ich erlebe, was es in meinem Leben bewirkt. Und ich will jetzt lernen, wie kann ich das reproduzieren? Wie kann ich euch helfen, das in euer Leben zu holen? Egal in welchem Lebensbereich. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich bei dem einen Themenbereich finde und mache Arbeit, die dich erfüllt, bleibe. Das ist ein Spezialgebiet, ja, da bin ich ein Experte drin. Aber ich sehe ja, wie ich auch in anderen Lebensbereichen einen großen, großen Unterschied bei mir erzielt habe und wie ich es auch schon teilweise jetzt bei ersten Coaching-Experimenten bewirken konnte. Und das ist jetzt auch eine Einladung an euch. Also erstmal seid nicht traurig, wenn es jetzt nicht mehr so regelmäßig Videos gibt. Vielleicht kommen auch ganz viele raus, die einfach hammergeil sind, weil mich die Muße küsst. Aber ansonsten, wenn ihr gerade an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ich habe in irgendeinem Lebensbereich nicht das, was ich eigentlich haben will. Ich bin nicht erfüllt in meinem Berufsleben. Ich habe keine erfüllende Partnerschaft. Ich bin unzufrieden mit meinem Körper oder weiß ich, alles Mögliche. Wenn ihr an irgendeinem Punkt, und jeder hat irgendwie sowas, das ist das Schöne, wenn ihr an irgendeinem Punkt sagt, ey, ich bin nicht da, wo ich sein möchte, dann möchte ich euch einladen, mit mir zu experimentieren. Denn meine aktuellen Coaching-Klienten habe ich schon eingeweiht und mit denen habe ich schon, was dieses neue Level an Erkenntnissen angeht, habe ich schon angefangen, mit denen zu experimentieren und weniger dieser oberflächliche Coaching-Arbeit zu machen, okay, ich bin an Punkt A, ich möchte zu Punkt B, was kann ich tun, um von A nach B zu kommen? Und dann immer, wie kann ich mich accountable halten und so weiter. Das war sehr lange, die letzten 500 Coaching-Klienten habe ich im Grunde so bearbeitet und bearbeitet, denen damit geholfen. Die letzten 3 Jahre waren davon geprägt. Ich merke, dass das sich massiv ändern wird. Wir können unglaubliche Transformationen in unser Leben holen. Und das fängt in uns drin an, tief in uns drin. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr sagt, boah, ich habe da was, da bin ich nicht happy. Dann nach dem Video oder jetzt gerade werde ich das mit einblenden. Da ist hier immer dieses Buch und eine kostenlose Coaching-Session. Das ist wirklich kostenlos. Meldet euch da an, schreibt mir eine E-Mail und dann lasst uns miteinander labern. Und das geht dann so eine Stunde bis 90 Minuten. Und ich kann euch versprechen, das wird euer Leben auf den Kopf stellen, diese 90 Minuten. Wir werden nicht jeden einzelnen Lebensbereich verändern können, aber wir werden uns ein Thema rauspicken, was euch gerade am meisten voranbringen würde. Und
Es ist, wie gesagt, noch im Experimentiermodus und ich habe noch nicht das Rezept gefunden, wie ich das immer wiederholen kann, aber mit jedem, der sich bei mir meldet, wird es besser. Also lasst uns da loslegen und ein paar Leben ins Positive verändern. Ich habe so Bock, Leute. Lasst uns das machen. So, und jetzt bin ich schon fast am Schwielochsee. Gleich geht's aufs Wasser. Ich freue mich tierisch. Ich bin unglaublich dankbar, dass die mich jetzt das letzte Jahr begleitet haben oder uns in unsere Community hier bereichert haben. Ich bin sau dankbar dafür. Ich weiß, dass dieses Thema erfüllende Arbeit weiterhin ein ganz großer Punkt bleiben wird. Es ist nur wahrscheinlich die Arbeit, wie wir dahin kommen, die sich verändern wird. Ich war ja schon immer jemand, der gesagt hat, um die Dinge in unser Leben zu holen, die wir haben wollen, müssen wir die Person werden, die diese Dinge überhaupt möglich macht. Und ich sehe gerade ganz neue Möglichkeiten, wie wir diese Person werden können. Oder, das ist es, wir sind diese Person schon. Ich sehe endlich mit ganz klarem Blick, dass es Möglichkeiten gibt, wie wir den Scheiß, den wir uns beibringen mussten oder beigebracht bekommen haben, um in früheren Lebenssituationen klarzukommen, wie wir den wieder loswerden können, um endlich die Person, die wir eigentlich wirklich sind und die so großartig ist und so viel zu bieten hat, wie wir die endlich rauslassen können und uns befreien von all dem anderen Scheiß, der uns zurückhält, außergewöhnliche Leben zu kreieren. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann meldet euch bei mir. Boah, das wird geil. Leute, haut rein. Ich wünsche euch einen hammergeilen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Genieß dein Leben ständig. Du bist länger tot als lebendig. Verstehst du? Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. Wichtig ist, dass du für richtig hältst. Der, der es am besten weiß. Oh, scheiße.